Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade gestern habe ich hier an dieser Stelle den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Darin war ein großes Element die Aufwertung sozialer Berufe. Und genau mit diesem Vorhaben machen wir ernst. Das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe ist ein großer Schritt in Richtung Aufwertung der sozialen Berufe. Und sehr geehrte Frau Zimmermann, wenn die Linke jetzt anfängt, den Arbeitgeberverband und die Krankenhausdirektoren zu zitieren, dann stellen Sie vielleicht fest, dass Sie da auf einer etwas schiefen Ebene sind. Heute hat sich Annelie Bundtenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund geäußert, dass diese Reform längst überfällig ist und insbesondere im Bereich Mitbestimmung ganz große Fortschritte bringen wird. Wer einmal Angehörige selbst gepflegt hat, der weiß, was das für eine Herausforderung ist. Emotional, körperlich, mental. Aber auch, wie bereichernd diese Tätigkeit sein kann. Und wer diese Tätigkeit als Beruf wählt, der wählt den Dienst am Menschen mit all den Herausforderungen. Und das verdient erstmal unseren allerhöchsten Respekt. Eine neue Pflegeausbildung ist deswegen vor allem eine Sache von Wertschätzung, von Gerechtigkeit und von Weitsicht. Wertschätzung dafür, was diese Männer und Frauen jeden Tag leisten. Gerechtigkeit, weil wir vor allen Dingen die Altenpflege deutlich aufwerten. Und Weitsicht, weil wir die Pflege attraktiver machen müssen. Denn wir wissen, Nachwuchs wird schon heute dringend gesucht. Und wir müssen sicherstellen, dass die pflegebedürftigen Menschen auch in Zukunft alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Warum brauchen wir eine generalistische Pflegeausbildung? Weil wir immer mehr ältere Menschen im Krankenhaus haben, die mehr pflegerische Zuwendung brauchen als Jüngere. Weil wir in den Pflegeheimen eine steigende Anzahl von Menschen haben, die auch Krankenpflege brauchen. Und weil in der wichtigen ambulanten Pflege Akutpflege und Langzeitpflege beherrscht werden muss und deswegen diese Bereiche nicht getrennt werden können. Und was ist das Neue nun hier? Wir reagieren darauf. Wir nähern Krankenpflege und Altenpflege aneinander an. Die Pflegekräfte erhalten eine moderne generalistische Ausbildung, die EU-weit anerkannt ist. Und der Abschluss öffnet sogar noch die Möglichkeit zum Pflegestudium. Das heißt, wir schaffen auch mehr Aufstiegschancen in der Pflege. Es wird eine Differenzierung im dritten Jahr geben. Ich gebe zu, das ist nicht die von mir favorisierte Lösung gewesen. Aber wir haben gehört, es wird eine Evaluierung nach 6 Jahren geben. Und wir werden sehen, ob sich dann Änderungsbedarf zeigt. Ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Es gibt nur wenige Berufe, wo man zur Ausbildung noch Geld mitbringen muss und keine Ausbildungsvergütung erhält. Interessanterweise sind das meistens Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind. Und ich finde es einen riesigen Erfolg, dass wir die Ausbildungsfinanzierung neu regeln und das Schulgeld abschaffen und einen Ausbildungsfonds einrichten, der die Kosten übernimmt. Alle Auszubildenden werden eine angemessene Vergütung haben. Der Fonds ist nicht gedeckelt. Das heißt, es wird jeder Bedarf gedeckt werden. Es wird keine Platzbegrenzung geben. Eine solche moderne Pflegeausbildung, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine Frage von Wertschätzung, von Gerechtigkeit und von Weitsicht. Wir brauchen gut ausgebildete, motivierte, engagierte Menschen in den sozialen Berufen, die sich um andere Menschen kümmern, die das auch als Berufung ein Stück weit empfinden, gerade in der Pflege, damit unser Land auch für alle lebens- und liebenswert bleibt. Ich bedanke mich sehr, auch bei insbesondere das vielleicht als Letztes, weil ich noch ein paar Sekunden auf der Uhr habe, für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Das kann ich jetzt nicht aus eigener Anschauung sagen, weil der Großteil des Prozesses unter meiner Vorgängerin Manuela Schwesig abgelaufen ist. Aber das gesamte Haus hat mir das versichert, dass das ein ausgesprochen produktives Zusammenwirken war. An dieser Stelle auch dafür einmal herzlichen Dank.